Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber Story. Das habt ihr nicht gesehen. Ich wollte laufen. Ja. Ihr merkt vielleicht schon, ich habe meinen eigenen Ton ein bisschen lauter gestellt. Hallo? Kämpfst du nicht? Eigentlich würde ich dir ein Fahrrad geben, aber mir ist gedacht nicht danach, denn sonst crasht das Game. Nicht noch ein Trainer. Nein, ich bin kein Trainer, ich bin Polizist und will dein Pokédex sehen. Wie sehr hast du erst angefangen? Warum erhältst du dieses Warum bekomme ich dieses Fahrrad? Du bist angehalten, ohne voreilig weiterzugehen als erstes. Mir wäre es lieber gewesen, voreilig zu sein. Wo wollen die denn hin? Sie sind zur Siegesstraße Nummer 13 genannt, aber vorher zur Arena, damit sie 8 Orden sammeln und reinkommen. War ein bisschen schnell, oder nicht? Du willst sicher auch zur Siegesstraße, aber alle Arenen bis auf eine sind halt in Kanto. Und wie komme ich nach Kanto? Da ist der Hafen. Morgen fährt ein Boot nach Kanto. Kostenlos, wenn du dich beeilst. Okay, in einem Tag die Arena-Orden gewinnen. Klingt voll und ganz realistisch. Boah. Und jetzt hier nebenbei mal kurz Real Talk. Ist jetzt halt immer noch keine Schule. Alter, warum gibt's denn hier keine gescheiten Items? Immer noch keine Schule jetzt. Und manche Lehrer wollen jetzt Online-Klassen machen. An sich verstehe ich das, finde ich auch gut. Mein Infolehrer zum Beispiel, 13 Uhr dienstags, für so eine halbe bis ganze Stunde. Voll in Ordnung. Aber meine Deutschlehrerin hat, glaube ich, nicht verstanden, was die Menschen im Moment machen. 8 Uhr morgens! Hab wieder einen an der Klatsche! Um die Zeit schlafen wir doch alle noch! Ich bin froh, wenn ich im Moment mich um 10 irgendwie aus dem Bett raus bewegt hab. Und die will um 8 eine Online-Konferenz machen. So, Heilung brauche ich nicht. Ich habe mich offscreen gerade geheilt. Pokebälle haben wir nicht. Deswegen. Ich könnte leveln, ja. Hat Fragezeichen man auch gemeint. Wäre halt eine Möglichkeit, wenn man irgendwie so Probleme hat, ne? Ach, stimmt, hier ist ja Team Rocket. Ui. Na super, ich hab keine Ahnung, wo ich bin und jetzt ist da zufällig ein Stein. Krass. Oh mein Gott. Dieser Dungeon ist so viel schwerer als alles, was ich im Mystery Dungeon gesehen habe. Endlich haben wir den ersten Stein. Aber es ist unmöglich, ihn zu nehmen, ohne ein Erdbeben auszulösen. Das war vorhin. Und ich habe jetzt lang genug gewartet. Moinsen. Jetzt gibt's Ärger. Okay. Okay. Dann greif mich halt einfach an. Ach, du hast sogar dein Ebenbild dabei. Keck. Och, es ist schneller. Aber da habe ich mir gerade Pirsebären geholt. Jo, das macht ja mal ja nicht. Naja, es ist Lebensschelle. Ich warte noch mal eine Runde und hitte. Ich kann sowieso nicht auswechseln. Ich hab nur ein Pokémon. So, Genauigkeit runterhauen. Ich hab die Siemelbeere drauf.
nutzt er direkt. Nee, ich dachte, er nutzt nochmal Giftwolke. Nein, nicht nochmal im Bett. Was ich auch inzwischen weiß, ist, dass manche Musik anscheinend wirklich einfach nicht funktioniert. Zum Beispiel im Schatzstadt in der letzten, nee, vorletzten Folge sollte eigentlich auch Schatzstadt Musik spielen, aber hat's nicht. Die Datei hab ich auch mit der Musik von Schatzstadt, die ist im Programm vom Spiel drin, aber funktioniert irgendwie nicht. Das heißt, das kann an ein, zwei Stellen sein. So, Erfahrung immer gut. Hoffentlich ist das zweite Pokémon jetzt nichts, dass ich nicht kaputt kriege, wer die letzte Folge nicht gesehen hat. Teilweise leicht starke Gegner. Ein Hydro-Pi wie das hier hat mich one-hitted. So, Tackle macht mehr Schaden. Aha. Das weiß ich. Ich habe nur wegen sehr effektiv und Genauigkeitssenkung gerade. Oh, schön. Lehmschelle beim anderen benutzt. Und damit ist Abra weggewonnen. Sehr schön. Das hat doch geklappt. Gibt ganz gute Erfahrung. Aquaknarre, das ist natürlich sehr schön. Und wir haben Team Rocket Lauchstange zusammengetreten. Ich bin noch nicht fertig und tschüss. Ja, das war's dann. Rette dich. Alles klar, der Professor kommt und erschafft einen Ausgang. Boom. Na super, schon wieder. Okay, wieder Pixelmatch. Ganz langsam und vorsichtig, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Wer ist in meinem Haus, egal. Das ist eine gesunde Lebenseinstellung. Du kannst hier nicht wieder herkommen. Du fängst mich nie. Ich sollte weniger Fastfood essen. Der Stein. Oh. Ich wollte eigentlich noch gar nichts drücken. Aber dann halt schon. Die Statue gibt mir die Möglichkeiten, ja und nein. Ohne mir eine Frage zu stellen. Ja, wohl hier. Ich weiß, durch Fragezeichen meint, dass ich hier relativ am Anfang offenbar bei Pixelmatch eine TM vergessen habe. Ich erkenne an deinem Gesichtsausdruck, dass du neuer Trainer bist. Ich gebe dir eine wichtige Info. Wenn dir ein verdächtig vorkommt, weil du dort was erwartet hättest, drück einfach mal die Enter-Taste. Versteckte Items gibt's fast überall. Zum Beispiel gab es in Riskara City ganze 6. Hast du sie alle gefunden? Ich hab nicht eins. Was machst du hier, Pokémon Bad Black, das ihm gehört? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja, sehr schöne Heil-Items. Guck mal, etwas, das es im Original-Pokémon nicht gibt. Mehrfachauswahl am Getränkeautomaten. Ich meine, der Getränkeautomat ist zwar eigentlich ein Verkäufer mit einem anderen Sprite. Aber trotzdem. Moin. War hier nicht dann schon der erste Kampf gegen dich? Lass uns nach oben streben. Beginnen wir geradeaus nach ganz oben zu laufen, um nichts zu sehen als die Spitze. Aber hier gibt es keine Spitze. Sehr mysteriös. Wer bist du? Macht er sich gerade lustig über mich oder was? Ich bin Fragezeichen, man. Wer bist du? Ich habe viele Namen. Man nennt mich The Mister... The Mystery Man LP Games Zocker Fragezeichen, doch du kannst mich den Riddler nennen. Ich hab keine Ahnung, ob ich das gesagt habe. Okay, es sieht wütend aus. Es.
Okay, jetzt hast du mich wütend gemacht. Zeit für ein... Okay, Musik. Ha! Dieses Mal kenne ich die Musik. Sechs Pokémon Instant, gönn dir! Diesmal kenne ich die Musik. Darauf gibt's ein Dab. Ich weiß nicht, welche Term ich verpasst habe. Fragezeichen, man meinte, die wäre für mich wahrscheinlich sehr nützlich geworden. Oh, schön, Crit. Aber ehrlich, kann man das Moveset von diesem Deckerbohr noch verbessern? Das Moveset ist doch schon nicht umsonst sehr unrealistisch. Nerd. Ich meine, man hat hier doch alles, was man will. Man hat gegen fast jeden Typen was, außer so Dragon. Okay, gegen manche hat man nur neutral, so Psycho, Unlicht, die Richtung, aber... Ich hab hier auf jeden Fall gegen alles was sehr Effektives. Und deswegen wird der Kampf jetzt auch nicht schwer. Weil er hat zwar sechs krasse Pokémon, aber Sora das Deckerbohr one-shottet alles. Das gibt ein Level up. Juckt eigentlich nicht. Rettern 2. Ja, schön, das ist alles hier. Okay, da haben wir jetzt mal nichts sehr Effektives, aber ich würde sagen, Megasauger ist halt leider nicht sehr effektiv. Gehen wir einfach mal auf den Flammenwurf. Ich glaube, es wird nicht one-hitten, aber... Ja. Das aber auch, ne? Und das tötet. Okay, vielleicht wäre die TM Erdbeben oder so gewesen und hätte dann auch dieses Deckerbohr kann ja sowieso Attacken, die es eigentlich nicht können dürfte, lernen. Oder irgendwas Kampfmäßiges. Ja, dann heile ich mich nochmal wieder voll mit dir. Oh, Crit! Diese Folge critten mal nicht die Gegner, sondern ich! So. Pokefinst. Pokefinst ist ein Luxtra, der gönnt sich. Gegen Elektro habe ich jetzt hier halt zum Beispiel auch nichts sehr Effektives, aber... Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich schätzen müsste, die TM, die ich verpasst habe, wäre Erdbeben gewesen. Aber man sieht sich, komm auch ohne klar. So, hoffentlich reicht Megasauger. Ich denke aber mal schon. Oh, wehe, wehe dir! Du greifst jetzt an! Ist das dein letztes Pokémon oder hat er eins mehr? Digga, ich sag euch, wenn mich das Ding jetzt besiegt! Okay, nach einer Runde! Oh, alles klar! Heute ist das RNG auf meiner Seite! Yo, Pokefinst gibt viel Erfahrung! Und das war's. Der mysteriöse Fragezeichen-Man ist besiegt. Damit ist jetzt eindeutig geklärt, wer der Bessere ist. Ich glaube, ich habe nicht mehr zu sagen, außer heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Und vergiss nicht zu speichern. Warte ich. Und wir sind wieder hier. Hier ist ein seltsames Haus.
An dem Punkt hier erinnere ich mich noch, das wird jetzt ganz, ganz seltsam. Was machst du jetzt überhaupt, sie? Willst du deine Erinnerung zurück? Weißt du, kannst sprechen, kann ich dich fangen? Nein, weil du brauchst dein Gedächtnis, sonst sind wir alle verloren. Ich geb's dir, wenn du bereit bist. Du brauchst keine Angst haben, du kämpfst ja nicht gegen Gott. Okay, du bist schon krass, Taubsi. Oh, übertreib's doch nicht. Sheesh. Was soll ich nur tun? Was zur Hölle? Bringt mir das jetzt was? Ich meine, Pokébälle hatte ich ja nicht. Okay, also Arceus, nein. Er ist Gott, er ist wie ein König, sorry. Warte, was? Boah, diese Musik kommt mir auch so bekannt vor, aber... Irgendwoher kenne ich sie, aber... Hä? Jetzt kommt Arceus! Moin! Mein erst alter Kumpel! Sieht nicht so aus, als wäre Arceus echt zu krass! Das ist wieder so eine Musik, da denke ich mir, ich muss wissen, welche das ist. Tu's aber nicht. Ist das jetzt für die Erfahrungspunkte? Ich meine, Arceus gibt ein paar, aber... So, ach, jetzt erfahre ich sogar echt was. Es war an deinem Geburtstag, du wurdest 12. Dann passierte ein Schrei und all deine Freunde waren in einer anderen Welt. Dort waren die Pokémon. Du ein Pikachu, ich ein Schwalbini. Also Taubsi war ein Schwalbini. Du hast uns dann alle gerettet, besonders Jogelt und... Wir hatten als Freunde, die noch dort wohnen, Flamly und Endivia, also Ruby Destiny Rescue Rangers. Das Let's Play angucken, wenn ihr es nicht habt. Und nach allerlei Abenteuer waren wir wieder zu Hause, aber wir haben sie nicht vergessen. Bis zu am nächsten Geburtstag. Dort wurde dann das Gefüge von Raum und Zeit zerstört und du bist hier gelandet. Und die anderen sind auch in der anderen Welt gelandet. Deswegen bin ich auch in dieser Welt hier gelandet. Ich habe Hirachi getroffen und... gewünscht, hierher zu kommen. Jetzt können wir wieder gemeinsam leben. Günther, wir werden sicher noch einen Weg finden, zu den anderen zu kommen. Verlass dich drauf. Ende. Tut mir leid, aber ich hab's vergessen. Los, Arceus, heile es. Ich kann's nicht heilen. Nein, was kann ich nur tun, Arceus? Du könntest Celebi aufsuchen und das Ganze rückgängig machen. Da gibt's ein Problem. Du weißt nicht, wo Celebi ist, stimmt's? Ja. Ich kann's dir auch nicht sagen, aber vielleicht weiß es die Alga. Die, ist es bei der Sperrsäule. Ich werde mich dahin aufmachen. Ich ignoriere mal, was hier passiert ist. Ich glaube, das sind Erinnerungen von wem anders. Also ist das jetzt doch noch ein anderer Charakter. Aus Ruby, das sind die Rescue Rangers. Das war der Traum. Um zu versuchen, Jogelt zu erreichen. Eigentlich unnötig, aber ich weiß nicht wohin, das ist noch eine alte Datei von mir. Das hat mich stärkstens verwirrt. Auf einem ganz anderen Belastungslevel. Hier liegt ein Item. Und ich kann es nicht nehmen.
Warum mich? Und was zur Hölle war das gerade? Buch, wie mache ich ein Kino? Bevor ich das gemacht habe, hätte ich wissen müssen, welchen Film ich hier abspielen soll. Also, wir haben gerade nebenbei ein bisschen Arzeus besiegt, so. Servus, du alle Schabracke. Ich heile deine Pokémon und ich will nicht. Dafür haben. Ich heile deine Pokémon. Wie ich das tue, weißt du nicht. Ganz sanft leg ich's auf den Tisch, dann wird's erst. Ja, aber sag mal, kann es sein, dass man im originalen Spiel, also ich sag jetzt Originalspiel Pokémon Günther der Broken Story, dass man hier schon irgendwie 38 Pokémon hatte gefühlt? Ich bild mir das zumindest ein. Dass ich hier einen Glurak hatte oder sowas. Und jetzt bin ich hier mit einem Hydropi. So, das ist doch ein Two-Shot, ne? Ja. Digga, das macht ja... Das hat deutlich mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Aber, ja. Hydropi noch ein Level. Kein Speed Plus, das ist schön. Es outspeeden mich eigentlich alle Gegner, die auch nur im Ansatz in der Nähe meines Levels sind. Aber hey. Ich habe halt keine Angst von den Werten von Hydropi, was stärker ist. Mein Aquaknarre hat Step Boost. Das macht nichts. Wir können ja mal testen, wenn Tackle killt. Wissen wir zwar nicht, ob es wirklich stärker ist. Ich glaube aber, Tackle ist stärker, muss ich sagen. Aquaknarre ist eh schon gegen welche, wo ich sehr effektiv bin. Gut. Ach, stimmt! Da lag ein Pokémon, das glaube ich Glurak ist. Dich krieg ich ja wohl noch down. Der Abra! Das kann gar nichts und das wissen wir. Drei-HP. Aber. Es outspeedet mich halt. Und dass es das überlebt hat, war jetzt auch nicht nötig. Hälfte Leben, komm. Wir haben noch die Cinebeere drauf. Das ist das Einzige, wo ich mir sehen noch, dass ich mit den Items, die ich habe, komplett durcheinander komme auf die Dauer. Weil wir ja irgendwie so... Weil wir einfach so drei, vier Geschichten nebeneinander haben. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass da noch mehr kommt. So. Jetzt nutzt's Kreideschrei und ich besiege es. Nahezu ist tot. 69 XP. So. Yay, ich hab sogar Speed Boost. Ich bin's auch nicht. Aber ich bin's! Ich glaube, ich krieg richtig Ohrenschmerzen. Wer zum Geier lässt den Glurak liegen? Das Glurak war zum Testen gedacht. Nur zu speichern sprich ich Stein an. Außerdem. Hydropi sollte mindestens auf 12 sein. Ich weiß gar nicht, welches Level das hat. Und wie nenne ich Glurak? Mann, ernst, man könnte jedes Pokémon Glurak nennen, wenn es nach Game Freak geht. Aber Glurak nicht. Es ist
Hallo? Wir nennen es Drache, weil es ist kein Drache. Den Stein zum selben, meinte er. Makes sense to me. Die Stadt. Und ich würde einfach mal sagen, an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir hier diese Arena beenden. Bis dann. Also übrigens, danke für den Tipp, Fragezeichen, Mann, aber man kann hier doch gar nicht mehr leveln, oder? Jedenfalls wüsste ich nicht, wie. Und warum kann ich mein... Hallo? Ich kann mein Inventar nicht öffnen. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.